Hi Fans, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute ein T-Shirt gekriegt, da sind irgendwie weiße Gespenster drauf. Dann habe ich hier ein Aquarium, da sehe ich auch nichts. Aber ich habe ja hier den Sven auf Augenhöhe, mit dem diskutiere ich jetzt über das Nix im Aquarium. Können wir gerne machen. Ich habe das Gefühl, wir beide sitzen ja wie in der Muppet-Show. Ja, genau. Da sitzen auch so zwei ältere Herren. Also ich bin ja jetzt nicht so alt, aber ja. Der mit dem Bart da. Ich glaube, da fehlt die Farbe, kann das sein? Nee, die sind tatsächlich so schön weiß. Das sind Bergia-Schnecken. Bergia Stephaniae. Hatten sich doch einige unserer Zuschauer gewünscht. Normal, wenn ich ein Meerwasser-Aquarium habe, will ich Farbe sehen, will ich bunt, will ich Glitzer, Glimmer, Leuchten und. Warum will ich eine weiße Schnecke sehen? Weil das ein absoluter Nützling im Meerwasser-Aquarium ist. Die frisst uns tatsächlich die Glasrosen alle weg. Das heißt, die will ich gar nicht sehen, sondern die benutze ich. Genau. Ja, hört sich böse an, aber ist ja. Also Nutztier. Nutztier im Meerwasser-Aquarium. Genau, weil ganz, ganz viele andere Tiere, die auch Glasrosen fressen, haben immer den Nachteil, dass die meistens alle doch, wenn nicht direkt, aber irgendwann später auch an unsere Korallenpolypen drangehen. Und die Bergia-Schnecken sind absolute Nahrungsspezialisten. Die fressen wirklich nur unsere Glasrosen weg. Ja, und was mache ich, wenn die Glasrosen weg sind? Glasrosen züchten. Ja. Perpetuum mobile. Wir haben es erfunden. Ich mache jetzt mein Geschäft fast 47 Jahre. Wir hatten von Anfang an Meerwasser. Wir hatten von Anfang an Probleme mit Glasrosen in Aquam, weil die immer alles kaputt genesselt haben. Jetzt haben wir die Lösung dafür. Und was machen wir? Wir züchten Glasrosen. Wie viele Glasrosen muss ich dann züchten? Naja, die vermehren sich schon ganz ordentlich. Und aus, ich sag mal, 5 Schnecken werden ruckzuck auch mal 10, 15, 20 Schnecken, je nachdem, wie groß die Glasrosen sind. Und dann brauche ich 10, 15, 20 Aquarien zum Glasrosen züchten. Nee, da reicht eins. Wenn wir die immer ein bisschen ärgern, die Glasrosen, vermehren die sich ja ordentlich. Und die Zucht ist wirklich nicht schwer von Glasrosen. Ja, das haben wir ja 1000 Mal bei Kunden erlebt. Ich weiß noch, wie viele Menschen bei mir im Geschäft schon standen und sagen, ich höre auf mit Meerwasser. Die Glasrosen machen mir immer alles kaputt. Ich will das nicht mehr. Die Schnecke hat auch noch ein ganz großes anderes Problem. So ziemlich jeder im Aquarium, ob es ein Lippfisch ist, ob es die Garnelen sind, die wird von allen aufgefressen. Das heißt also, im Gemeinschaftsaquarium ein Glasrosenproblem bleibt das Problem erhalten, weil die Schnecke gefressen wird. Ja, es gibt da einen ganz kleinen Trick. Wenn man die Tiere nicht sofort ins Riff reinsetzt, sondern in so einen Brutkasten, wie man so aus der Süßwasser-Aquaristik kennt. Da sind immer Löcher drin. Man muss schon einen nehmen, der richtig schön ganz, ganz feine Schlitzchen oder Löcher nur hat. Die erwachsenen Schnecken kommen nicht raus. Also man sollte, 2, 3 Schnecken bringt nichts. Man sollte schon wirklich 5 aufwärts. Und die fangen an, relativ schnell sich zu vermehren. Laichschnüre. In diesen Ableichkasten. Genau, Laichschnüre zu legen. Ja, aber ich muss in den Ableichkasten immer Glasrosen reinpacken. Ja, ne, am besten so ein paar schöne kleine, erstmal abzwacken da rein. Das ist ja eigentlich eine Nacktschnecke. Die kommt aber mit einem Rest von einem Gehäuse zur Welt, was sie aber innerhalb von ein paar Tagen verliert. Und dann sind das wie ganz kleine, winzig, winzig kleine weiße Würmchen. Die schaffen es aber da raus. Planarien heißt das, glaube ich, im Süßwasser. Ja, noch kleiner sogar. Noch kleinerer. Kleinerer. Kleiner Rara, da ist also schon ziemlich klein. Am kleinsten. Können wir den Stuhl wieder absenken? Das mit der Augenhöhe ist, glaube ich, doch nichts. So ist man da viel sympathischer. Alles klar. Wieder ernsthaft. Wieder der ernsthaft. Film war bis jetzt noch gar nicht ernsthaft. Wir fangen jetzt mal an. Also die kleinen Würmchen, die kleinen frischen, ja, wie soll man sagen, ich denke, das sind fast Schnecken. Larven, ja, die schaffen es aus dem Brutkasten raus, die erwachsenen Tiere nicht. Und da die sich so stark vermehren, etablieren die sich relativ schnell im Aquarium. Ist eigentlich wirklich die Regel, dass die schaffen, aus diesem Brutkasten im Aquarium eine schöne Population zu bilden. Und dann funktioniert's. Aber jetzt mal im Ernst. Viele wollen ja überhaupt gar keine Glasrose haben. Ja. Und viele wollen auch nicht Glasrosenzüchter werden. Ja. Was mache ich denn dann? Wenn die kein anderes Futter hat, die frisst halt wirklich nur Glasrosen, die würde dann auf Dauer verhungern. Verhungern. Ja, wobei jetzt haben so viele Leute Probleme mit Glasrosen. Ne? Also wenn man rechtzeitig hingeht, vielleicht ein kleines Becherchen mit ein paar Glasrosen, die man noch im Aquarium gefunden hat, dass man da die Tiere anlockt. Also da freut sich auch der nächste Aquarianer oder auch wir freuen uns darüber, weil wir können gar nicht so viel Bergia-Schnecken züchten, wie wir verkaufen können. Ich denke, die vermehren sich so gut. Aber wir verkaufen die noch stärker ab. Das heißt, ihr züchtet jetzt Bergias. Du hast jetzt angefangen ja mit so lateinischen Namen, das verwirrt ja nur alle. Aber die wird umgangssprachlich Bergia-Schnecke genannt. Der andere Trick, was man noch machen kann,
Nämlich, das ist mir mal passiert, als ich mir ein paar Bergjahrschnecken geholt habe. Die fängt man ja mit der kleinen Pipette. Mit dem Kescher oder so brauchst du bei so einem kleinen Tier gar nicht ran. Also mit der Pipette saugst du die kurz da raus. Wenn man dann aber hingeht und die tagsüber einsetzt und am besten noch die Pipette hier ins Wasser und dann reintreiben lässt, dann kommt sofort der nächste Doktorfisch oder wie auch immer und... Also man sollte die Schnecken, wenn man sie einsetzt, mit der Pipette und dann auch erst abends, wenn das Licht aus ist, und dann direkt an irgendeinem Stein, wo es runterkriechen kann. Am besten erst das Licht ausmachen und dann rein. Dann, wenn Licht ausgeht, erschrecken sich alle so ein bisschen, schwimmen erstmal alle weg. Und dann hat die Schnecke eine Chance, sich zu verkrauchen. Genau. Also nicht tagsüber einfach. Und die frisst auch die Glasrosen nachts. Ja, absolut. Das heißt, ich sehe gar nicht die Existenz der Schnecke. Ich sehe nur, dass die Glasrosen ständig weniger werden. Und wenn ich keine Glasrose mehr sehe, laufe ich in Gefahr, dass die Schnecken verhungern. Dann müsste ich Glasrosen nachsetzen. Oder? Genau. Die meisten Leute meinen dann, wenn sie da ein paar Stück eingesetzt haben, nach ein paar Tagen oder hat nicht funktioniert, haben ja wohl alle die Tiere weggefressen. Aber die Glasrosen werden urkomischerweise immer weniger. Immer weniger. Da sind nämlich noch die Schnecken, nur die sehen wir tagsüber halt nicht. Ich bringe eine große Schnecke heimlich ins Aquarium an alle Fische vorbei, hab da 7 Glasrosen drin und nach einer Woche sind die 7 Glasrosen weg und ich kann die Schnecke wieder verkaufen. So geht das nicht. So geht das nicht. Also wir müssen schon ein paar mehr Tiere einsetzen. Die sind zwar Zwitter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja selber schon relativ lange aus dem Verkauf raus. Ich mache ja immer mal so Filmchen und so, wie viele sagen, aber so im Geschäft verkaufen und beraten mache ich eigentlich nicht mehr. Mir ist die Schnecke unbekannt bis hier. Wenn jetzt viele in die Kommentare schreiben, ja, da hast du wohl in deinem Leben nie aufgepasst. Kann ich mit leben, komme ich mit klar? Ich finde die Schnecke ganz faszinierend. Eine Lösung endlich fürs Meerwasser-Aquarium. Und die kann ich in jedes Niedertier-Aquarium bei Korallen, bei Weichkorallen, bei Hartkorallen. Und die frisst nur diese Glasrosen. So ist es. Und das Schöne ist ja wirklich auch für wirklich winzige Aquarien kann man das machen. Bei größeren Aquarien, da gibt es ja andere Fressfeinde, ne? Wie der Pinzettfisch oder der Feilenfisch. Aber was mache ich denn mit so einem Nano-Aquarium? Wenn ich da Glasrosen drin habe, dann hat man oft gesagt, ja, dann hast du halt ein Problem. Damit funktioniert es. Ja, und da gab es ja auch schon ganz viele Medikamente, die man da reingeschüttet haben, aber die hatten alle immer nur so einen fraglichen Erfolg. Ja. Das war so, ich habe dann die eine mit dem Mittel, womöglich mit der Spritze und da reingeschüttet, ermordet, aber im Endeffekt, was tue ich denn da? Ich bringe Chemikalien ins Aquarium und wenn ich die 10. Glasrose ermordet habe, habe ich womöglich das ganze Biotop zerstört. Und die Gefahr dabei ist auch, wenn ich die Glasrose nicht sofort perfekt erwischt habe, was teilt macht? Die sich. Die teilt sich und dann werden wirklich aus einer werden dann 7 oder 10 oder ganz, ganz viele. Wenn ich das aber nicht mitkriege und ich spritze mal so 10, 20 Glasrosen weg in einem großen Aquarium und ich habe die Hälfte nicht richtig erwischt, ja, dann fängt die Plage erst so richtig an. Wie vermehrt sich dann die Glasrose normal? Die vermehrt sich über Teilung. Also ob ich die spritze oder nicht spritze, die teilt sich. Ja, ja. Also wenn ich die züchten möchte, wenn ich die versuche irgendwie abzuschalten oder so zu zerdrücken, die verteilt sich dann im ganzen Becken um ein Vielfaches. Das funktioniert also gut für meine Glasrosenzucht. Immer schön mechanisch entfernen, dann habe ich da eine Explosion und kann also meine Schnecken züchten. Ich habe sogar einen Kunden, der regelmäßig vorbeikommt, der auch ein paar Bergjahrschnecken bringt. Der züchtet extrem viel Glasrosen, um die und der beschäftigt sich hauptsächlich, ich glaube, der hat gar kein Riff-Aquarium zu Hause, der hat einfach nur Spaß dran, die Schnecken zu züchten. Das können wir mit dem vielleicht mal einen Termin machen und wir gehen mal bei dem zu Hause gucken. Kannst du den mal fragen? Kann ich machen, klar, kein Problem. Wo kommt denn überhaupt von Natur aus, von zu Hause aus, die Glasrose her? Boah, ich glaube, die ist in allen tropischen... Jetzt habe ich immer Frage gestellt. Das interessiert doch keinen, außer Meerwasser-Aquaristik. Wieso sitzt du wieder auf Augenhöhe? Entschuldigung. Unfassbar. Also Glasrosen kommen quasi überall vor und die Schnecken kommen in der Natur auch überall vor? Ja, die haben ein sehr, sehr großes Verbreitungsgebiet. Also in fast allen tropischen Meeren sind die zu finden. Oder eben nicht zu finden, weil die im unterm Stein sind. Ja, stimmt, die sind in allen tropischen Meeren nicht zu finden. Also die gibt es überall nicht. Wie unterscheide ich die Geschlechter? Immer schlechter unterscheidet man die. Immer schlechter unterscheidet, ja, genau. Die sind Zwitter, aber die brauchen trotzdem einen Partner, um sich zu vermehren. Wie das bei den meisten Schnecken ist. Den brauchen sie aber nur hin und wieder. Also die können ganz, ganz viele Gelege machen, weil sie einmal einen Partner hatten. Aber das irgendwann... Heißt, ich brauche ja gar nicht 5 kaufen, ich brauche ja nur 2. Sven ist also ein guter Berater und guter Verkäufer in unserem Geschäft, der empfiehlt 5. Ich würde sogar sagen, je nachdem, wie groß das Becken ist, 5 bis 10. Schon ist mir total recht, ist alles okay. Jetzt meinen die Leute alle, ich wäre so ein Betrüger oder so.
sowas. Nee, ein guter Verkäufer. Nee, ist aber tatsächlich sinnvoll. 2 macht halt in den wenigsten Fällen Sinn. Wir bleiben bei 5. Nehmt doch schon mal 5. Wie groß kommen die denn im Verkauf? Wenn die 8 Monate nur alt werden, dann kannst du dir vorstellen, die wachsen wirklich enorm schnell. Und ich habe sie genug Glasrosen haben. Die fressen vom ersten Tag Glasrosen. Absolut, ja. Ich möchte sie nicht unter einem Zentimeter im Verkauf haben. Also da sage ich den Leuten, die sie züchten oder auch dem Großhändler, wenn ich welche kriege, pass auf, nicht unter einem Zentimeter, sonst ist das wirklich im Verkauf. Die findest du dann gar nicht mehr. Also ich glaube, wir haben heute ganz erschöpfend dieses Farblose. Ist die auch farblos oder ist die im Wasser, hat die da Farbe? Naja, weiß ist ja keine Farbe, ne? Aber die ist so gelblich-weiß, ja. Gelblich kann ja auch Schmutz sein, schlecht gewaschen oder was. Ja, ist egal. Altweiß. Also so ein weißes, also so ein farbloses Wesen mit Zotteln. Die Zotteln können rumzotteln im Wasser. Haltungscheck. Die farblose Schnecke, oder wie heißt die? Die Bergier-Schnecke oder glasrosenfressende Schnecke. Größe 1,5 bis 4 cm. Die Lebenserwartung ist nicht besonders hoch. Die Tiere werden so im Schnitt circa 8 Monate alt. Eine Mindestaquariengröße gibt es dafür nicht, weil die kann man auch in so kleine Aquarien reinstellen. Brutpflege betreiben die Tiere keine, ne, aber dafür sind sie sehr vermehrungsfreudig. Wann werden die geschlechtsreif? Wenn die nur 8 Monate alt werden, wahrscheinlich innerhalb von ein paar Wochen. Die Ernährung ist nur Glasrosen. Genau. Temperatur so zwischen 24 und 28 Grad, halt ganz normal wie in jedem typischen Riffaquarium. Die kommen überall vor, nur man findet sie nie. Von den sämtlichen Wasserparametern auch wie im ganz normalen Riffaquarium. Das war das normalste Video, was wir euch heute bieten konnten. Nee. Wir sehen euch nächste Tage auf Augenhöhe wieder. Ja. Tschüss.